Er stand in seiner Suite im Adlon am Fenster und schaute hinunter auf den Pariser Platz. Der Tag mit Mansour hatte ihn mitgenommen. Die Erzählungen Sulimans waren ihm unter die Haut gegangen. Mansour neigte bisweilen zu sehr spontanen Reaktionen. Als sie sich vor dem Restaurant am Lausitzer Platz verabschiedet hatten und Sulimann die Skalitzer Straße überquert hatte und im Görlitzer Park verschwunden war, war allen klar gewesen, dass er jetzt doch wieder Drogen verkaufen würde. Mansour wäre ihm am liebsten hinterhergerannt, doch Silke hatte ihn am Ärmel festgehalten, als er ihn zurückholen wollte. Was willst du tun? Na, ihm einen Job anbieten. Tolle Idee, aber er darf hier nicht arbeiten. Dann nehme ich ihn eben mit nach England oder nach Ägypten oder in die Schweiz. Bei seinem Status? Du bist ein Optimist. Du bekommst ihn ja nicht mal in die Nähe eines Flughafens. Und wenn dann, und wenn doch, dann landet er im Abschiebeknast. So schnell kannst du gar nicht schauen. Aber nach allem, was er uns erzählt hat, Silke hat überrascht die Augenbrauen gehoben. Und das hältst du für schlimm? Ich habe schon weitaus schlimmere Geschichten gehört. Die von Sulimann ist, sagen wir, mittlerer Durchschnitt. Wenn wir alles wüssten, wirklich alles wüssten, müssten wir uns zu Tode schämen für jeden Einzelnen, den wir zurückschicken. Im Grunde hatte sie ja recht gehabt. Würde er Sulimann helfen, würde er im Grunde niemandem helfen, weil das System, weil die Probleme an sich ja bestehen blieben. Die Gesetze müssten sich ändern. Aber die änderten sich ja nicht. Du bist doch Politikerin, du müsstest mir doch sagen können, warum die Gesetze so sind, wie sie sind. Warum belässt man das bei den Gesetzen, die so offenkundiger Blödsinn sind? Es ist eine Frage des Blickwinkels. Wenn man um jeden Preis verhindern will, dass überhaupt Flüchtlinge zu uns kommen, dann sind die Gesetze ja sogar sehr sinnvoll. Als Land, das sich stets auf seine christlichen und abendländischen Werte beruft, können wir allerdings nicht einfach die Türe zuschlagen. Wir müssen ja wenigstens so tun, als hätten wir einen letzten Rest an Barmherzigkeit und Nächstenliebe bewahrt. Also gibt es prinzipiell ein Asylrecht, das aber so konstruiert ist, dass die Flüchtlinge eigentlich abgeschreckt werden. Die Abschreckung klappt aber immer weniger, weil es denen zu Hause natürlich immer schlechter geht als hier. Und dann kommt ja noch etwas anderes dazu. Wir brauchen die Leute ja dort. An wen soll denn Nestlé sein überteuerstes Trinkwasser verkaufen? An wen Monsanto sein genmanipuliertes Saatmittel? Und BASF seine hochgiftigen Pflanzenschutzmittel, die in Europa streng verboten sind? Hier geht es auch um Absatzmärkte. Wenn Leute reihenweise ihre Heimat verlassen, veröden ganze Landstriche. Wenn du übrigens wissen willst, wie sowas aussieht, dann fahr einfach mal ein paar Kilometer raus und schau dich in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern um. Jede Menge Geisterdörfer, da lebt niemand mehr. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass dort niemand mehr Autos, Waschmaschinen, Gartengeräte, Stereoanlagen, Fernseher oder Geranien kauft. Die kaufen sie dann halt anderswo, hat man so eingeräumt. Aber wer von den Flüchtlingen kauft Nestlé in Deutschland Wasser ab, wenn es hier sauber aus der Leitung kommt? Von Pflanzenschutzmitteln und Genmais will ich gar nicht reden. Mansour hatte nachdenklich genickt. Es hatte wieder angefangen zu schneien. Silke schien das wenig auszumachen, sie hatte ihn aufmunternd angeschaut, als erwartete sie nun seine nächste Gegenrede. Aber wenn hier ganze Landstriche entvölkert sind, dann könnte man doch die Flüchtlinge genau hier... Nun war Silke das erste Mal richtig verblüfft gewesen. Dann hatte sie laut angefangen zu lachen. Das nenne ich mal eine kreative Idee. Da würdest du einige aber ganz schön ins Schwitzen bringen. Allerdings wären da schnell wieder die Neonazis vor. Und selbst wenn du mit denen fertig werden würdest, würde es die Politik mit Sicherheit zu verhindern versuchen. Und du? Du bist auch Politikerin. Würdest du es verhindern? Ich bin Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Ich könnte sowas sowieso nicht verhindern. Aber wenn es den Menschen weiterhilft, klar, warum nicht? Ich würde die Idee unterstützen. Diese Worte gingen Mansour nicht mehr aus dem Kopf, als er nun auf den Platz vor dem Brandenburger Tor hinunterstarrte und dem Gewimmel zusah. Er hatte Städte in Ägypten gebaut, in Marokko, in Bulgarien, im Oman. Warum sollte er auch nicht eine in Deutschland bauen? Eine Stadt, in der Asylbewerber leben und arbeiten konnten, wo sie ausgebildet wurden für ihre Heimat oder für den Arbeitsmarkt hier. Und viele mussten nicht mal ausgebildet werden. Sie hatten ja etwas gelernt. Warum diese Fähigkeiten also nicht nutzen? Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr fesselte ihn der Gedanke. Dann kam auch noch der geschäftliche Aspekt hinzu.
Natürlich würde er zunächst Geld investieren, viel Geld. Aber wenn er dem deutschen Staat beweisen wollte, wie dumm seine Gesetzgebung war, musste er auch den Beweis antreten, dass solch eine Stadt gewinnbringend arbeiten kann. Das heißt, er war geradezu verpflichtet, mit diesem Projekt Geld zu verdienen. Wenn Silke recht hatte, dann würde ein solches Unternehmen von allen möglichen Seiten her sabotiert werden. Das bedeutete, dass er fast konspirativ vorgehen musste. Auf einmal begann er sich zu freuen, wie ein kleiner Junge auf einem Abenteuerspielplatz. Hier würde es um Täuschen und Tricksen und Fingieren gehen, mit Verstecken und geheimen Botschaften. Er hatte so viel Geld in seinem Leben zusammengetragen. Warum sollte er das nicht für den größten Spaß seines Lebens hinlegen? Als erstes brauchte er ein Hauptquartier und dann musste er eine vertrauenswürdige Mannschaft zusammenstellen. Damit wollte er gleich am nächsten Tag beginnen. Eigentlich hatte er keine Zeit. Sein Terminplan war voll, doch auch das sollte er mit einem Handstreich erledigen. Sein kleiner Bruder Rafik sollte sich jetzt endlich einmal beweisen. Eine Stunde später saß Rafik schon in einem Flugzeug in Richtung Berlin. So.